Los geht's. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Ach, was ein geiles Spiel. Aber das ist noch ziemlich einfach. Naja, im Tutorial soll man viel erwarten, ne? Aber Desmond, den gibt's ja leider nicht mehr. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Wird gemacht, Chef. Ist noch nichts Weltbewegendes hier. Also ich hoffe, ich kann die Steuerung noch ganz gut. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Tempa aus. Was? Und... Oh. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Nummer 2. Auch wenn es nicht so geplant war. Was war das denn? Sein. Was war ich hier denn? Aber das war, weil ich die ganze Zeit A gedrückt habe, deswegen. Egal, jetzt haben wir es. So. Bisschen über Dächer springen. Alter, das ist das Gridmanier. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Und Kenway. Na dann. Die erste Mission wartet auf uns. Alles in Ordnung. Ich weiß nicht mal. Ja. Hab vieles auch schon vergessen. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. So, genau. Ich hab vieles vergessen. Ich hab das auch schon so lange nicht mehr gespielt. Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. Ja, danke. Ich habe das lange nicht mehr gespielt und ich kann vielleicht noch den Anfang, dann das Ende. Ladies so und Gentlemen, drin. Wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Ist nicht komplett blind, aber nahezu, würde ich sagen. Hier entlang bitte. Dankeschön. Und dann nehmen wir unseren Platz. Der schönen Oper. Abend, Hatham. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Noch nicht. Gerade finde ich ihn oben. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Ach, das schaffe ich schon. Sag ich doch. And four. For it is but fitting that we should protect and encourage cheats, since we live by. So. So, Black Mall at ein abgelegener Ort zum Kletterfinden. Entschuldigt, jemand. Entschuldigt. Oh, verzeiht bitte. So. Dann klettern wir mal da hoch.
Also, manchmal denke ich mir auch, als ob die da unten das nicht sehen. Ja, von da hinten, das sieht man doch, und von da oben. Als ob das keiner interessiert. Und die sich denken, ja, passiert öfters hier. Aber naja. Ja. Willst du hier nicht langklettern? Oder soll ich unten weiter langklettern? Nee. Irgendwie geht's hier nicht weiter. Jetzt, nee, oder? Der will hier irgendwie nicht langklettern. Sir, Black Maul, that sick word of trial, comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. So, endlich. Ja, da vorhin keine Lust gehabt. Naja. Jetzt sollten wir eigentlich gegenüber von ihm sein, ne? Da hinten, irgendwo. So, klettern wir rüber. Schlossgarten kommt jetzt. Mal gucken, ob ich das noch kann. Ja. Ah, easy. Okay, ich glaube, das war noch ein ziemlich leichtes Schloss. Einfach zu üben. Egal. Die nächsten Schlösser können gerne auf mich zukommen. Wir schaffen das. Hoppala. Ist gerade noch so gut gegangen. Niemand was bemerkt. Wie auch immer. So. Dann bitte fahr nicht runter. Oh. Doch, natürlich. Warte, macht uns nichts aus. Wir haben genug Muskeln. Rüber. Zack. Und hier sollte eigentlich schon auf uns warten. Hey, Sam. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Der arme Kleine. Kenway ist schon sehr gewissenlos. Leider. Egal. Fertig und jetzt raus hier. Bevor noch jemand was merkt. Aber das war wohl zu spät. Der Mann doch! Ergreift ihn! Wo? Aber ich habe nichts getan, ich schwöre! Waffen? Ich habe auch nichts getan. Verzeiht bitte. Ihr könnt mir glauben. Ich bin unschuldig. Ich will nur schnell zu meinem Pferd und weg hier. Das letzte, was ich von meiner Heimat gehört habe, so, war der Krieg. Von hier oben sieht man noch, dass er jemand ran klettert. Was machen diese Männer da drin? Scheint aber keinen zu interessieren. Kein Grund zur Sorge. Kann mir egal sein. So. Wohin wollt ihr? Ich will nach draußen.
Und mit dir? Ach, kein Weh. Du bist schon ein böser Papa. Aber wir müssen hier spielen, leider. Das ist ja das Einstiegstutorial mit ihm. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Ist cool geworden für die Oper. Sollen wir los dann? Ja. Like a Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, wenn sie es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung, obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haytham, und gereicht uns zur Ehre. Eine tödliche Vorstellung. 100% erreicht. Das war doch ziemlich einfach. War ja auch die erste Mission, ne? Kleiner Boottour nach Amerika. Etwas frische Luft wird gut tun. Das stimmt. Na dann, gehen wir in die frische Luft.